ein, zwei Sachen machen. Er sich nicht. Na, er ist auf Hochzeitschat. Er ist auf Hochzeitschat. Auf weitere 6 Monate. Er ist auf Hochzeitschat. Mach weiter so. Kommentiert da mal Dubs runter. Warte mal. Battle of the Socials. Oh Gott. Es wird so eine. Also ich sag euch ehrlich. Fucking Sleeper, man. Mach weiter so. Prime ist drin. Ich sag euch, schon trainiert? Wahrscheinlich, Bro. Ich hab vielleicht trainiert in RP. Digga, ich hoffe einfach, ich habe so wenig Spielzeit wie möglich, ne? Mein Mic? Schlägt aus wie eine Klimaanlage oder was ist los? Zurück zu Utopia. Also, ich finde, also meiner Meinung nach ist das Album sehr, sehr tough. Wenn du Travis-Fan bist, feierst du das Album. Wenn du ein Fan davon bist, wenn du Fan von Highest in the Room und Sicko Mode und sowas bist, dann feierst du das Album nicht. Wenn du richtiger Travis-Fan bist, dann feierst du das. Ich sag euch das ehrlich. Meiner Meinung nach, ihr müsst überlegen, Chat, musikalisch gesehen, was Travis seine Alben angeht, egal ob es Rodeo, Birds in a Trap oder Astroworld ist, er war immer seiner Zeit voraus. Heißt, ich sage, dieses ganze Album, ich werde es mir auf dem Weg nach Mainz nochmal anhören, dieses Album checkt man erst, wenn man es oft durchgehört hat und nach einer gewissen Zeit. Ich könnte gar nicht jetzt sagen, das Album ist eine 9 von 10, das Album ist eine 7 von 10. Ich könnte sagen, okay, beim ersten Mal durchhören, finde ich es für mich, okay, ist es 8,5, 9, 9,5 von 10. Aber ich finde overall, wenn du Travis feierst, feierst du das Album auch. Level Cardi Insta-Story, ich hab gesehen. Digga, was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Kann sein, da erwartet uns bald was. Aber Wahrscheinlichkeit ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, eine 50er-Quote jetzt hätte. Digga, wo kommt diese Stimme her von ihm? Guck mal. Ich finde die Stimme schon. Also, ich finde die Hook sehr, sehr krass. Von 19 Liedern nur 4 geil. Ja, Bro, das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem, was halt die Leute denken. Da ist kein Highest in the Room drin. Da ist kein Butterfly-Effekt drin. Und das ist das, was die Leute erwartet haben.
Play better, you fucking noob kid. Ich finde, also ich sag euch ehrlich, ich finde I Know auch ein geisteskranker Song. Auch, ich finde mit der beste für mich. Der Song ist schon sehr, sehr krass. Was, also wirklich. Der Song ist auch geistesgestört für mich. Oh my eyes. Alter, ich finde, Digga, was machen diese Katzen hier drin? Was machen diese Katzen hier drin? Ja, so viel zum Album auf jeden Fall. Ich find's gut. Okay, gibt's ein, zwei Videos zu reacten eigentlich? Gibt's irgendwas? Stimmt, Offset-Song. Play better, you fucking noob kid. Mit KDB zusammen. Auch von OZ produced, oder?
Ja. Der Beat ist wirklich krass. Ich fand Offset seinen Part sehr stark, aber KDB, ne. Gibt nichts zu reacten, ne? Unsympathisch haben wir schon geguckt. Schwer, Digga, gibt's nichts. Digga, Breitenberg, seine Instagram-Story war so lustig, Chat. Habt ihr die gesehen? Ey, wirklich gestorben vor Lachen. Warte mal, wo war das? Hier, Breitenberg. Junge. Yalla, Breitenberg, Türkidelmas. Ah, hier. Hier. So, meine Freunde, ich habe spontan beschlossen, heute schon nach Chemnitz zu fahren. Ich hole meinen Porsche wieder ab. Hier. Ich zeig meiner Mutter das, was Ruhat immer so hört. Guck mal, ihre Reaktion. Nasse Schalke. So, meine Freunde, ich hab spontan Sie geht einfach mit seiner Tante so raus. Schloss heute schon nach Camp. Okay. Okay, dann starten wir Dings. Da da di da di da da. Da. Kerkers? Halt beim Event. So. Chat größer? Warum Chat größer? Meinst du im Screen oder was? Ich find so passt.
Hallo, was machst du? Ich hab gerade einen Raub gemacht. Wie einen Raub gemacht? Ja, aber ich bin jetzt fertig, warum? Ohne mich? Du warst nicht da. Wo bist du? Ich fahr gerade zum Kleidungsgeschäft, wo bist du? Schick Standort. Okay, bis gleich. Oder welches Kleidungsgeschäft? Ich weiß nicht, irgendwo im Shandy sowas. Sandy Shores. Ja, okay. Okay, bis gleich. Jens, danke für deinen T1. F ohne mich. Wait, heute ist Freitag, ne? Ja, Chat, heute ist der letzte Stream, was soll ich euch sagen? Also letzter Stream, also 2 Tage Pause danach. Next Stream on Kick. Ah, egal, dann warte ich einfach da. Okay, warte mal, wer ist vom A-Team da? Das macht Kevin, ja? Luke, danke für den T1. Mach doch IRL, wenn ich die Chance habe, dann würde ich vielleicht von da ein IRL machen. Aber schwer, Digga. Wird schwer, Chat. Bist du Nobu? Katos Kameramann. Schwer, ja, weil es nicht die Gelegenheit gibt, da ein IRL zu machen. Was soll ich denn machen? Soll ich mit einer Kamera aufs Feld rennen? Na, warte mal, ist meine Freundin da? Bitte mir. Fucking bitch in your ass, homie. You're breaking a pack and a neck and a hack. Second back and a deck and a deck, but back with the back and a hack and a deck and a hack, but black and a hack and a neck. Hab deine Mutter gefickt, die Chef der Schlampe, die älteste Hure. Aber ich merke jedes Mal immer, wenn ich laut rede, dann beleidigst du Hundesohn. Warum beleidigst du? Das ist kein Beleidigung, das ist kein Distrikt auf Telefon. Wie? Ich hab nicht beleidigt, homie. Deine Tante, ich nimm deine Mutter, ich nimm deinen Onkel. Wie? Wo bist du? Ich bin gerade in deiner ich bin am Würfelpark, Tommy. Heute ist eine harte Zeit, Tommy. Warum? Heute hat MOB 17 Blattdots. Was laberst du? Wie 17 Blattdots? Die Regierung hat was entschieden. Was denn? Aber ich feiere das. Also ich finde das gut. Das ist jetzt nicht so tragisch, wo ich sage, oh mein Gott. Du bist jetzt 5 weniger auf der Liste. Wie 5 weniger auf der Liste? Also du hast ja 30 Leute immer auf der Liste, jetzt bist du 25, also 22 Mann und 23 Frauen, 3 Frauen. Ja. Und viele Leute verlassen uns, weil es wird eine neue Familie aufmachen. Und ich werde MOB wieder so aufbauen, dass das wieder so auf Lachkick ist und nicht auf Hände hoch oder das knallt.
Und jetzt ist gerade der perfekte Zeit. Okay. Wo bist denn du? In der Hut, komm. Okay. Ui. Was geht ab? Was geht, Hermann? Das ist wie man. Setz dich hin. Okay. Und was guckt denn ihr alle so Depri? Hä? Was guckt denn ihr alle so Depri? Das sind alle traurig, Hermann, Alter. Wir verlassen uns heute alle. Echt? Ja, Mann. Jeder, der hier sitzt? Nö. Also. Der meiste Teil, also der Kern und so, Dario und Amano und so, die sind alle noch da. Außer die Lari, die Hure, die geht auch. Die schon seit Tag 1 da war. Ja, aber du bist sowieso eine Hure. Du bist schon 3-4 Mal rausgegangen, also bei dir ist normal. Das tut weh, das von dir zu hören, ja. Ja, das ist normal. Das hält's. Haha, das ist so. Keto, du bist ein Bro? Aber bei dir ist das normal, das, da muss man ehrlich sein. Aber nicht nur bei dir, auch bei einem, wo ist der Rest? Bei einem Houdini ist es genauso. Also ihr zwei. Bei Kiro, ich wusste, dass seine Jungs auf jeden Fall hier sind. Aber Kiro ist einfach keiner, der in eine Gang oder irgendwo reingehört, ohne Mitsprache zu haben. Der Typ braucht einfach sein eigenes Ding. Deswegen wusste ich auch, wenn er, als er gesagt hat, er muss gehen oder dies, das, ich habe ihn das gar nicht übel genommen. Ja, also ich will es aber nicht so, also ich will es jetzt nicht so tragisch machen. Ich habe euch sowieso vor einer Woche gesagt, ich will ein bisschen so MOB ein bisschen anders aufbauen. Ich will wieder aufs Maul bekommen, ich will mal wieder ein bisschen jumpen, dies, das. Wenn ich mal wieder auf was anderes Lust habe, dann bekomme ich das auch hin. Aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu gehen. Für die Leute, die gehen möchten. Die Lara hat auch Bock auf was Neues. Soll sie gehen. Oder du bist auch weg. Wer geht mit dir? Emir, Matt und Arjen. Und Azur. Man sieht schon mal fünfmal im Leben, Bruder. Ja. Also, Oha, ganze Familie löst sich auf. Ja, also ich habe keine Ahnung, wer jetzt alles geht, also. Ich brauche eine Liste, dass ich die rauswerfe. Ja? Was willst du? Ja, wo? Wo? Nein, Mann. Mach einfach aus Liste raus. Okay. Das ist langweilig. Wer ist jetzt Ding? Ich schick die Liste. Ja. Willst du die jetzt schon rausmachen oder später? Wie du willst. Du meinst irgendwas mit 23.30 Uhr? Ja, ich würde eher so 23 Uhr. Dann würden wir jetzt noch einmal so ein bisschen chillen. Dies, das. Ihr quatscht noch ein bisschen. Ein bisschen noch Dings in irgendeine Familie reingehen. Ja, wäre ich auch für, sag ich. Wäre ich auch für. Ich sag, Omerta muss man einmal leiden. Nein. Ah, oh, und dann verzieht ihr euch und dann werden wir arschgefickt. Du willst doch eher an den Wand stehen und so. Na, mit 5 Mann? Du willst doch gegen Kleiner, dann machen wir. Komm, wir greifen irgendeine Familie an. Tusak. Kali. MG13 eigentlich schon stark. Ja, eigentlich. Guter Call. Kali, können wir die Map dann hier wegholen. Bisschen Papito ärgern.
Boah, Bruder, also sag dir ganz ehrlich, bei Kali, ich bin dabei. Die haben Tanke nicht befüllt, Kevin, die haben Tanke nicht befüllt. Sollen wir einfach jede Familie einfach abknallen? Aber ne, das macht auch keinen Sinn. Komm, 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 können wir uns eine neue Insel direkt, du bist letzten machen. Kevin, Tanke wurde nicht befüllt von MG13. Sollen wir dann schon mal reden gehen? MG13 tut mir leid, Bob. Ja, aber Sosa schießt mit, ja. Ja, natürlich. Kevin. Ja? Lass uns doch alle zusammen jetzt Mios machen. Wie? Bruder, du bist verkauft. Bruder, wir haben 20.000 Hero. Lass einmal noch Mio machen. Ich geb dem Jungen jetzt schon einen. Letzter Arbeitsritt, Digga. Gib mal einen trinken, bitte. Was hab ich gekostet? Noch. Sag Nummer. 261. Ja, also dann lass irgendeine Familie. Einfach in Kali reingeschüttet. Bruder, lass so sein, wenn mit irgendeiner Familie Stress machen. Wir wollen das letzte Ding noch irgendwo rein. Bruder, was verletzt du? So wie ich am Riffpark hab ich gehört. Wir machen letzten, Bruder! So wie damals gegen Vendetta. Mit 30 PF. Ja, aber nicht um Merte. Was passiert nach dem letzten? Ich hab selber kein Essen. Wir haben im Lager auch nichts. Ja, wir haben im Lager. Ey, kann mir jemand eine Waffe ausgeben? Wir machen letzten, Bruder. Ey, warte, ich kann doch nicht deine Armano. Ey, Burak. Ne, du hast wahrscheinlich eine Waffe dabei, Digga. Was hast du? Ich hab kurz eine 50er genommen, ja? Ey, Biggie, gib mir. Darko, gib mir dann auch eine Waffe. Jara! Hi! Ey, was Sache? Hast du echt einen Fuffi genommen? Nein. Die ist schwer, gell? Okay. Wie die schwer? Die ist schwer zu Dingen, also du brauchst schon ein Gefühl dafür. Echt? Ja. Brauchst schon ein Gefühl, aber wenn du halt zweimal so auf Brust, dann ist er weg. Echt? Ach echt, Alter. Nein. Was ist deine Nummer? Ist ja wirklich so. Ich geh da mit rein. Ja? Nein, wir sind SCT, weil wir uns gejumpt haben. Was ist für eine Waffe? Shotgun. Kevin! Hä? Egal, das war also scheiß drauf. Sein Blattout. Kevin! Egal. Ich weiß. Der war sowieso sinnlos. Ich weiß eh, wer rausgeht. Ich mach dir einfach dann das Liste raus und du machst mich dann raus. Ja, okay, easy. Perfekt. Das passt. Ja. Welche Familie? Irgendeine? Ja, Ding. Und danach müssen wir eigentlich im Sommerurlaub dann. SDG. Ich kann nicht mit 5 Mann auf einmal dann am Ende. SDG. Sehen. Kevin. STG? STG. Warte, ruf den mal an. Wie heißt der 12 von denen? /355. Wer ist Da Vinci? Da Vinci, bitte. Ja, guck genau deswegen. Wer ist Da Vinci? Bitte. Das ist von mir nein, unser größter Traum. Nein, das ist ein Heuler-Ding, ein Heuler-Familie. Oh, das ist unser größter Traum, Digga. Darfst du alleine reingehen? Doch. Digga, Chat, glaubt ihr, ich hab Aim damit? Wie heißt diese STG? Wie heißt der denn? Ey, wie viel kostet der 50er? Nicht viel. Ey, Kevin, hört mal einmal ganz kurz zu. Kevin. Ja? Ich möchte dir jetzt eine Sache sagen und das werden wir tun, okay? Ganz genau, wir werden Da Vinci Base raiden, vertrau mir. Ja. Bitte. Guck mal, weißt du warum? Wir müssen, Bruder, für unseren Bruder Luan. Für unseren Bruder Luan. Digga, 2 Schüsse auf Brust ist crazy für also 50er. Warte mal. Soll ich mir eine normale Pistole da reinlegen? Ja, ne? Brauch Munition.
Also ohne Weste zwei Shots oder was? Auf Buddy? Und dann Dead Buddy? Das ist crazy. Komm mal zu Rose. Hey, Rose, wo bist du? Am Würfelpack. Ja, okay, ich komme. Schalldämpfer, bring Schalldämpfer was da drauf? Wie viel Schuss hat man damit? Hä, warum ich nicht? Ja, Omi. Wo bist du, Bro? Ich fahr Würfelpack, das ist Rose. Soll ich dich abholen? Ich bin noch MOB-Hut. Ich komm. Okay. Willst du gleich mitklein? Wo, gegen wen? Gegen einen anderen Gang. Okay, mach ich. Okay. Zum Spaß einfach. Oh, oh, oh. Ja, Rose. Kommst du zum Abschlepphof? Ja. Yeah. Wir wollen jemanden foltern, ne? Okay, wen wollt ihr foltern? Buen heißt der. Wer? Buen, wir haben gerade Raub gemacht und der ist einfach abgehauen während dem Raub. Mit wem bist du denn? Easy, der meint, du hast ihm sein Pin. Oh! Sein Pin ist abgeschnitten mit Idioten. Ach, du bist hier. Ja. So, mit denen hinterher. Aber ich hab doch seinen Dick abgeschnitten. Ja, der meint aber, er hat den wieder dran nähen lassen. Ah, okay. Hast du eine Waffe dabei? Ja. Was ist 50er. Los, 50er? Ja. Yeah. Warum läufst du mit einer 50er rum? Ey, was so? Ist die teuer? Ja. Wer hat gesagt, die ist nicht so teuer? Also, soweit ich weiß, ist die auf jeden Fall heiß begehrt. Auf jeden Fall, das ist Easy Johnny. Boah, der andere weiß ich gar nicht, wie der heißt. Und wen wollt ihr foltern? Das ist so ein Chinese, der heißt Tuan. Bei dem Raub, ist er einfach zu den Polizisten rausgegangen, obwohl der mit uns war und hat sozusagen seinen Schwanz eingezogen. Wir fahren zum Obstjahr wie Tio Ruyung. Gemein im Navi. Wo war das denn? Hier, ah, da. Das Geländewagen, okay? Und sonst, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Müde. Müde? Mhm. Warum? Keine Ahnung, war lange wach. Wie lange? 8 Uhr. Wie? Was hast du bis um 8 Uhr gemacht? Musik. Echt? Mhm. Neues Album? Mhm. Wie findest du? Geil. Das sind die Kollegen. Er meint, er ist auf dem Weg. Boah, geiler Ferrari. Was geht? Was geht ab, ihr Motherfucker? Wer seid ihr? Moin. Wir sind eine Gang. Eine Gang. Keine offizielle. Wir sind die Rennmafia. Eine Gang. Nein, wir sind eine Auto-Fahrzeug-Kfz-Mafia. Ja. Und was macht ihr? Autos reparieren?
Nee, wir fahren Rennen. Okay, crazy. Willst du ein Rennen fahren? Ja, können wir gleich. Warte mal, bist du nicht der Motherfucker, den ich den Penis abgeschnitten hab? Ich bin Fiesi, nicht Easy. Ich bin sein Bruder, der sieht genauso aus wie er. Omi, zieh mal deine Hose aus, Mann. Ich hab dir auch einen Penis abgeschnitten. Ist doch alles gut. Ey, Easy, stimmt das oder was? Nein. Du hast doch gerade gesagt, Susa hat dein Penis abgemacht. Ja, wirklich, zeig mir jetzt die Hose hier. Hose wie, runter. Wie nennt ihr euch, Tuna Half Man, Alter? Rain Mafia. Das ist nämlich jetzt persönlich. Rain Mafia? Rain Mafia. Rain Mafia. Rain. Rentner Mafia. Rain, okay. Ist das hier, oder? Ist das Junge, wir sind Spaltspucker, Alter. Und wer bist du? Sosa, Big Sosa mein Name, Homie. Und was machst du? Ich bin auf den Straßen unterwegs, Homie. Meine Kohle machen an so einer Scheiße, weißt du, wie ich mein? Tut mir leid, Mann. Willst du Stress oder was? Alter, ich war einfach im Ding drin. Was hast du denn da drin? Bist du eingesperrt oder was? Kleiner Motherfucker, Mann, bevor ich deine Karre klaufe, zieh dich! Ich bring dich hier rein, Mann. Was zum Teufel? So, Junge, wie kannst du dir so ein Auto leisten? Omi, ich verkauf Autos und so. Ich habe ein paar Karren. Wow. Ja, dann lass uns mal gleich ein Rennen fahren. Du scheinst echt Kohle zu haben. Ja, geht, Omi. Aber du wirst verlieren. $50,000. $50,000, okay. Das Sosa gewinnt. Was? Mhm. Boah. Hey, setzen wir auch ein bisschen krass die Beträge auf. 50.000 100.000 auf Benny. Ja, Mann! 1 Million auf Sosa. Warte mal, Warte mal, Rose, meinst du, du hast $2 auf dem Konto? Warum willst du jetzt zwei... Ja, du musst das wetten, was du auch hast. Ich hab 2 Millionen. Das ist eine Lüge. Alter, okay, warte, aber ich nehme eine andere Karre zum Fahren. Und du willst mir nicht mehr, du hast 2 Millionen, willst du nicht mehr 50.000 borgen? Borgen. Fake-Taxi. Homie, ich fahr mit der Karre, mit der zieh ich dich. Ey, sag dir ehrlich, ne? Okay, Bro. Ich brauch kurz ein Auto von... Ey, Kevin, ich schick deinen Standort. Bring mal deine Karre, du weißt, was ich meine. Wie, jetzt ist doch das Auto wechseln, oder was? Okay, du ja, der vergibt immer seine Karre. Lass das gleich machen. Ja, ich will hier so ein Rennen machen gegen Benny. Er sagt, er smoked mich. Er will um 100.000 Rennen machen. Dann gibt ihr mir beide so gesagt das Geld und dann macht ihr ein Rennen, dann gebe ich dir gewinnen das Geld. Ja, deine Mutter gebe ich das Geld. Komm mal hierher mit dem Auto. Du Hundesohn, dass das Geld schon bei mir ist, dass er dir gibt. Homie, gib mir. Er gibt mir schon die Kohle. Schick mir Standort. Ja, okay. Okay, ein Homie kommt rum. Ich fahr mit seiner Karre, weißt du? Der hat nicht mehr so viel Tank. Lass uns das mal kurz mit Tuan klären. Wo ist der? Wie viel wettet ihr denn jetzt? Alles. Wie viel Geld hast du auf dein Konto? $1,000? Was, 1000? 100.000. Okay, aber dann müsst ihr mir direkt beide jeweils das geben, weil sonst kann der andere damit abhauen. Ich hau nicht ab. Mein Name ist Benny Boston. Hey, Bro, was ist denn los, Mann? Besto. Hä? Benny was? Benny Besto. Warum hast du gerade deinen Namen vergessen? Nein, das ist mein Deckname für die Rennmafia. Achso. Hä, ich dachte, du heißt Johnny Testo. So, Benny Boston, also machen wir jetzt um was? 100.000. 100.000 ist zu wenig, Ami. Dafür mache ich nicht die Karre. Ja, ich hab gar nicht so viel. Guck mal, da ist der kleine Wichser. Oh, da ist er. Der kleine Wichser mit 2 Bitch jetzt aus dem Auto. Dieser Hund, dieser. Wo warst du denn? Warte mal lauter, Junge. Der hat uns abgezogen. Moin. Oh, was geht? Geht? Das war mir so lästig, ich hab Panikattacke bekommen. Komm mal mit. Ja, hast du mein Geld dabei? Wer seid ihr zwei? Selina und Kira. Ich bin Leila. Leila und Jasmin. Oh. Bisschen falsch. Ey, ich hab Angst bekommen! Aber, Ja? Und wer bist du? Sosa, mein Name. Big Sosa. Okay, freue mich, dich kennenzulernen, Sosa. Freue mich, dich auch kennenzulernen. Warte mal. Warte mal. Ist der real? Ja, klar. Er hat Brazilian Buttlifting machen lassen. Echt? Nee, ich hab trainiert. Ich hab der Autolimpe. Alter, Junge. Bitte du. Was ist denn das?
Hab ich nicht! Ich hab nur mein eigenes gerettet. Das ist kein Homie, das sind zwei. Das sind zwei türkische Wassermelonen, das ist kein Po. Du musst. Brasilien Buttlift? Ja, nee, das hat die Mann, Jasmin, das ist antrainiert, hallo. Nachher denk nein, ich hab den gemacht. Darf ich einmal anfassen? Ja, warte, ich zeig's dir. Darf ich auch? Warte, ich muss mal eben. Darf ich auch kurz anfassen? Ich will nur testen, ob es jetzt ein Brasilien Buttlift ist oder nicht. Ich guck mal. Oh, ja, okay, fass an. Warte, ich guck mal. Ey, hat mir eben gezeigt, der an oder kommt die da dran? Okay, der ist echt. Ey, was machst du da, Jasmin? Ich musste gucken, ob der echt ist. Ja, der ist echt. Ist es deine Freundin oder was, Lee? Hey, Soße! Fahren wir jetzt das Rennen? Ja, Homie, mein Kollege kommt gleich, der holt kurz die Karre und dann fahren wir rein. Aber warte mal, was für ein Rennen? Underground oder wohin? Ja, wir fahren durch die Stadt von hier. Guck mal, hast du eine Karte dabei? Ja, auf mein Handy, Homie, ja? Wo denn? Ja, ganz rechts unten, guck mal. Meinst du am Flughafen? Genau, da ist so eine Garage, ganz rechts unten. Hafen. So eine Garage, so Hafengarage. So einmal durch die Stadt, bisschen auch komplizierter, nicht nur geradeaus. Hast du Postleitzahl, Homie? Warte. 101.06. So, Tuan, dass dir gut ganz geht, hauen wir jetzt wieder ab, ne? Ganz ja. Warte, die müssen mir mein Geld noch geben. 4.000 Dollar kriegst du. 101. Ja, ich gebe schon mal den ersten Teil von deinem Geld. Ah, okay. Nein. Check ich. Tschüss, Tuan. Jeder ist sich selbst der Nächste. Aua. Fahr schnell. Tschüss, ich nehme. Ja, guck mal. Ja! So, Zauli, jeder ist sich selbst der Nächste. Ey, warte mal. Ihr habt beide vergessen, mir eure Nummer zu geben. Du hast ja nicht gefragt, Sosa. Achso, okay. Okay, warte, ich gebe euch meine Nummer, ja? Okay, gib mir deine Nummer. Schreib mir eine Nachricht. Okay, 896. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hab nichts gehört. Nochmal. 896? Die hauen mich. Ja. Die hauen mich. 905. 905. Ja, genau. Schreibt mir beide eine Nummer mit eurer Nachricht. Du hast doch gesagt, das sind deine Freunde, oder nicht? Eigentlich zu, hab ich gedacht. Bro, du hast uns an die Cops verraten, kleiner 31er. Ich hab nichts gesagt, du bemalter Pinselkopf! Was? Yo, motherfucking bitch in your snitch in your big in the ass! Deine Geheimratsecken haben Geheimratsecken, Homie! Wir haben nichts damit zu tun. Der ist Psycho, der ist... Hast du bekommen, Sosa? Warum ist der Motherfucker so frech, Mann? Bevor ich aus dir den Thai-Pfanne mache. Ich bin Chinese, du Lassist! Ja, und Schwarz. Hä? Ja, genau. Hä, was ja, ich hab auch die Kommentare dazu was gemacht. Was hast du im Kontext? Hat das jetzt gezogen? Nein, du hast mir die Definition gemacht, weil ich angeblich Teil in der Episode. Definitiv. So, ich glaub, meine Ente pfeifen hier. Lass mich mal von so einem kleinen Zwerg hier auf die Nase tanzen. Yeah, du kleiner Motherfucker. Du kleiner.